La Voyage Merle Mariage, unsere Hochzeitsplanung. Also, dass die Merle jetzt schon wieder los muss, ne? Also eine der gefragtesten Personen hier heute. Ich glaube, die ist auch froh, wenn es vorbei ist. Kein Stress mehr hat oder weniger Stress. Aber es ist ja schön zu sehen, dass jetzt am Ende alles irgendwie cool gewesen ist, so halbwegs. Ja, hier und da gibt es immer ein paar Probleme. Und dann klappt vielleicht was in der Orga nicht, da sagen Leute ab. Aber am Ende hat es sich gelohnt. Man kann zufrieden sein, auf jeden Fall mit dem Ergebnis. Es ist sehr viel Aufmerksamkeit erregt worden, ja auch von anderen Prominenten. Ja. Habe Kerkeling, Caroline Kebekus, ja. Bettina Böttinger. Nee, richtig, doch, Bettina Böttinger war es, genau. Ne? Genau. Die haben ja alle ein bisschen drauf aufmerksam gemacht. Richtig. Und dafür hat es sich ja schon gelohnt. Genau. Aber jetzt, wo gerade Kevin Neon singt. Ja. Ja. Wäre das keine Musik? Was? Ich habe Angst. Für Musik. Unsere Hochzeit? Oh nee. Also nichts gegen Kevin Neon. Ich höre den hier gerade zum ersten Mal. Der singt gerade einen Song von, wer ist das? Ich glaube, es geht schon wieder los. Oh. Roland Kaiser. Gott, ich bin einmal hier im Schlagerparadies Roland und ich singe Kaiser. Wie ein Schlagerstar. Hast du mich gehört gerade, wie ich singe? Ja, wunderschön. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das reicht, das kann das ja reicht. Wohl nicht wahr. Es reicht. Erstmal Prost. Das ist ja peinlich. Auf die Hochzeit. Wie viele du Tage sitzt noch? Dass wir nicht alleine sind? Ist mir alles egal. Wie viele Tage sitzt noch? Unter 60. Oh nein. Ich habe nicht mehr geguckt. Ich traue mich nicht. Genau, und es geht um den Tanz. Du wolltest gerade vorschlagen, ob wir zu so einer Musik tanzen? Ja, also erstmal. Na, ob wir zu so einer Musik tanzen? Ja. Dazu könnte ich sogar tanzen. Okay, das muss ich jetzt transparent machen. Wir haben heute auf dem Weg nach Pirna, ich glaube, 2 Stunden lang Ballermann-Radio gehört. Da hast du hier und ist ja da kein hast du gesagt, da hast du gesagt, oh, Songs für unsere Playlist für die Hochzeit. Ja, aber nicht für den Hochzeitstanz. Das stimmt. Der ja ansteht. Also, vor dem ich einen riesen Respekt habe. Ja. Liebe neuen Zuhörlinge, die vielleicht durch diese Sendung aus Pirna dazugekommen sind, Mitch und ich, wir werden heiraten. Und es ist nicht mehr so viel Zeit. Im September. Im September. Und das Problem ist, wir haben uns dafür entschieden, einen traditionellen, also beziehungsweise den traditionellen Programmpunkt des Hochzeitstanzes zu machen. Also wir machen ja eine freie Trauung und eigentlich können wir uns diesen Tag ja gestalten, wie wir wollen. Das heißt, wir könnten auch ab 20 Uhr alle Netflix und Chill machen. Genau. Einen Haufen Matratzen verteilen und alle legen sich da irgendwie hin und gucken eine Serie. Aber ich finde die Idee gerade ganz gut. Aber so ein bisschen Tradition kann dann schon mal dazwischen sein. Ja, natürlich. Ja. Ja, und wir haben uns dafür entschlossen, diesen Tanz zu machen. Kleiner Spoiler, ich habe festgelegt, dass es um 20.15 Uhr zur Primetime passiert. Das macht es für mich jetzt nicht besser. Wieso? Macht es dich noch nervöser deswegen? Nein, nicht noch nervöser, aber ja, ich weiß, wie gut wir beide tanzen können, deswegen. Das wird spannend. Ich hoffe, das filmt keiner. Also, die Frage ist ja, die man sich erstmal stellen muss, macht man es richtig krass konservativ traditionell? Also, weiß ich nicht, so einen richtigen Hochzeitstanz. Ja, ein Walzer halt oder ist, sowas. Ist Walzer so, schon, ja. Würde ich behaupten, kann man machen. Also, man kann vermutlich jede Tanzrichtung zum Hochzeitstanz erklären, aber klassisch ist schon Walzer, das können die meisten. Kannst du Walzer? Nein. Ich auch nicht. Ich kann gar nichts. Ich war noch nie in der Tanzschule. Ich war schon mal in der Tanzschule und habe einen Grundkurs Salsa gemacht. Ich war auch sehr gut. Ich war nicht der Beste der Klasse. Du kannst von uns beiden auch ehrlich gesagt besser tanzen. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, bist du schon derjenige, der besser tanzen kann. Du bist schon ein bisschen more groovy. Ich könnte auch gerade. Mir gefällt das, ja. Kevin Neon, eine Einladung bitte an den Mitch rausschicken. Der möchte gerne bei dir. Willst du Background-Tänzer bei Kevin Neon werden? Ja, ich habe ja hier schon einen Job. Tut mir leid. Oh, I'm so sorry. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, zu diesem Tanz. Ich habe wirklich noch nie klassisch getanzt. Und dann kommt noch hinzu, ich sollte mal mitmachen bei einer Fernsehtanzsendung. Dann musste ich ein Video von mir tanzend machen. Und dann wollten sie sich nicht mehr. Und dann war die Antwort, ach, wir hätten ihn lieber als Reporter vor Ort. Ja. Wirklich, wirklich. Das war für ProSieben. Dann haben die wirklich gesagt, ach, wo hatte ProSieben eine Tanzsendung? Ja, Deutschland tanzt. Habe ich noch nie von gehört. Gab es eine Staffel moderiert von Lena Gerke. Und da sind die Bundesländer gegeneinander angetreten. Ah, und dann musstest du. Und dann haben sie halt, also aus jedem Bundesland sollte einer tanzen. Ich wurde gefragt für Sachsen-Anhalt. Dann habe ich mein Bewerbungsvideo abgegeben. Und dann war die Antwort, Maurice kann die Punkte präsentieren für Sachsen-Anhalt. Ja, ist ja auch eine Aufgabe, eine ehrenvolle. Ja, war auf jeden Fall okay. Naja, aber jetzt nochmal zurück zu uns. Ja. Wir haben uns ja Unterstützung gesucht.
Ort von einem ganz tollen Menschen. Wir haben sie auch gefunden. Der ist Tanzprofi und zwar. Der ist Tanzprofi. Unser Tanzcoach tanzt ja in der Liga, ne? Ja, wenn der es nicht hinkriegt, weiß ich nicht, wer es hinkriegen soll. Wirklich. Und Tanzbären da was zu zeigen. Und ich hoffe, er schämt sich nicht, wenn wir da tanzen. Ich habe, das Witzige ist, ich hatte gerade, also Konstantin wird das machen, können wir den Namen nennen, ja. Ist ja kein Ding. Und Konstantin würde auch zur Hochzeit kommen. Und ich habe so zu Konstantin gesagt, Konstantin, wenn du uns dann tanzen siehst, dann kannst du gerne zu all den Leuten, die links und rechts von dir stehen, sagen, also das habe ich den beiden so nicht beigebracht. Habe ich denen das nicht gezeigt. Ja, das stimmt. Ach ja. Aber zu welcher Musik denn? Nicht, es wird ja kein Walzer, wird es hier nein, Kevin Neons Schalalala sein? Leider wird es auch kein, das ist eine neue Liebe, ja. Singt er hier. Aber wäre es nicht ein bisschen falsch bei einer Hochzeit? Eine neue Liebe, ein neues Leben ist ein bisschen... Nein, ich habe ja nicht gesagt, dass wir es nehmen sollen, aber Schlager wäre schon einfacher. Aber gut, es wird kein Schlager. Nee. Also wir werden jetzt auf keinen Fall die Songs verraten, weil dann wäre der Überraschungseffekt für das unsere Gäste. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du das machen willst. Nein, auf keinen also wir Fall. Haben zwei Songs zu einem gemischt. Ja, ganz interessant, glaube ich. Und ja, den Rest sehen wir, wenn es soweit ist. Und wir haben die deshalb gemischt, weil wir uns eigentlich nicht einigen konnten. Naja, ja, auch. Nee, eigentlich nicht. Also es wollte ja jeder so ein bisschen sein Ding mit reinbringen, ne? Ja. Sein Song. Ja. Sein Ding. Sein Ding. Ja. Also ist nicht mein Song. Ich habe ihn nicht gesungen. Ach so, nee. Ja, gut. Ich war egal. Aber genau, so ist es. Also jeder wollte so ein bisschen seine Musikfarbe mit reinbringen. Ich glaube, hier gibt es auch Pommes. Dafür, dass wir im Eiscafé sind, übrigens hier in Pörner, ist auch ein bisschen weird. Vor dem Eiscafé, also nicht weird, sondern ich meine, man muss sich immer dem Markt anpassen. Das Café hat vor das Café ein Schild gestellt und da steht drauf, Beer to go, hier drin. Finde ich praktisch. Burger. Und Burger. Wow. Ich bin wieder da. Okay. Oh, schön. Also, Hochzeitstanz steht, weil wir euch ja immer regelmäßig, liebe Zuhörlinge, updaten wollen, wie das mit den Hochzeitsvorbereitungen geht. Und langsam geht es... Hochzeitstanz steht, geübt haben wir noch nicht. Nee. Ja. Aber Konstantin macht sich eine Choreografie. Kann nur eine Katastrophe werden, aber wir warten mal ab. Was ja am schlimmsten, glaube ich, ist, dass wenn man die Länge des Songs, der getanzt wird, berechnet, sind wir so bei 2 Minuten. Wir wollten eigentlich nur 30 Sekunden, ne? Mir hätten 30 Sekunden gereicht, aber gut. Ich hab ja nicht alleine was zu sagen hier, deswegen. Ja, und ich bin froh, wenn es vorbei ist. Aber eigentlich habe ich auch gesagt, man muss sich gar nicht genieren. Oder es muss einem nicht unangenehm sein, weil es sind ja normalerweise nur Leute da, die man auch da haben will. Man ist ja quasi unter sich, auch wenn es sehr viele Leute sind, die dabei sind. Ja. Aber man ist ja unter sich. Unter sich finde ich gut, ja. Ich weiß nicht, ob ich das an dem Tag auch noch so sage oder unterschreiben will. Du hast letztens schon gesagt, dass du nervös bist diesbezüglich. Das hast du letztens schon gesagt. Ja, ist doch so. Also ganz ehrlich, es gibt ein paar Sachen, die ich spannend finde. Guck mal, nicht nur du. Guck mal hier findet auch jemand gerade was spannend. Alle, die uns gerade sehen sollten, statt nur zu hören. Sieht man nicht, sie ist so klein. Ach, sie ist so klein. Wir haben Zuschauer in unserem gläsernen Studio hier in Pörna, die das ganz spannend finden. Ach, da. Auch süß. War kurz im Bild. Nee, aber auf jeden Fall, du musst dich nicht genieren. Auch selbst, wenn wir da nur 2 Minuten stehen und dumm rumwackeln mit unseren Hintern. Nein, es gibt gut aussehen dabei. Es gibt ein paar Sachen, da ist man ein bisschen aufgeregt. Normalerweise sollte man das aber nicht sein. Ja, genau. Also ein bisschen gehört auch dazu, aber nicht, dass einem jetzt schlecht wird vor Aufregung oder so. Nee. Ein bisschen Nervosität ist immer. Ja. Aber ja, ich glaube so bei der Trauzeremonie wird es schon ein bisschen aufregend und dann der Tanz. Hat dich die Traurednerin schon angerufen? Da haben wir auch schon eine Stunde habe ich mit dir geredet. Hast du irgendwas gesagt, was für mich brenzlig werden könnte? Einiges. Oh nein. Aber sie wird dich auch ausfragen, deswegen. Oder sie hat schon. Mich auch schon ausgefragt. Ja, siehste, ich habe auch das ist bestimmt Sachen auch gesagt. Brenzliges für mich. Und sie hat halt immer gesagt... Aber hier wird keiner in die Pfanne gehauen. Nein, das habe ich schon betont. Aber sie hat ganz oft gesagt... Das ist ja interessant. Ja, das hat sie bei mir auch gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass du was anderes gar nicht wolltest. Sie hat einfach nur Interesse und wollte uns so ausforschen. Und das ist überhaupt nicht relevant für die Hochzeit. Oh, ich habe ein bisschen Angst auf jeden Fall. Das ist ja interessant. Nun gut, also ihr merkt schon, liebe Zuhörlinge, es wird auch für uns langsam nervöser. Spannender. Nervöser? Aufregender, meinst du? Ja, aufregender. Wir haben ja gerade gesagt, wir wollen nicht nervös werden. So, ich bin ein bisschen durcheinander, weil Kevin Neon hier hinten... Schreit uns an. das war auf jeden Fall eine tolle Folge heute.